Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Public Tech Instance. Das ist der erste Teil einer Videoserie QLED vs. OLED und heute geht es um den Input Lag bzw. Eingabeverzögerung auf Deutsch. Und die Eingabeverzögerung ist die Zeit, die vergeht, bis ich, also zwischen Knopfdrücken auf dem Controller, bis ich die Aktion ausgeführt hier hinter mir auf dem TV sehe. Genau. Und auf diese Zeit haben verschiedene Faktoren Einfluss. Beispielsweise dauert es eine gewisse Zeit, bis der Controller das verarbeitet hat, das Signal, und an die PlayStation geschickt hat. Die PlayStation berechnet erst das Bild, der schickt es dann weiter an den TV, der TV muss es gegebenenfalls hochskalieren, berechnet das Local Dimming dafür und kann es dann erst zeigen. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, wie beispielsweise die FPS-Zahl. Ihr könnt euch vorstellen, würden wir im Extrem, das ist nur ein Beispiel jetzt, mit 0,1 FPS zocken, dann würde das Bild auf dem TV nur alle 10 Sekunden aktualisieren. Dementsprechend könnte es im schlimmsten Fall mindestens 10 Sekunden dauern, bis meine Eingabe auf dem Bildschirm hinter mir zu sehen ist. Dementsprechend ist es so, umso höher die FPS-Zahl, desto geringer ist die Input-Latenz. Zumindest wenn der TV das mitmacht. Denn es bringt mir gar nichts, 120 FPS an einen TV zu schicken, der nur 60 darstellen kann. Aber ich kann schon mal beruhigen, der Unterschied zwischen 60 und 120 FPS, was die Eingabeverzögerung angeht, ist sehr, sehr gering. Und der viel größere Einfluss hat sowieso der TV. Dazu habe ich einen Test gemacht, den verlinke ich mal hier oben, in dem ich 3 verschiedene TV-Modelle verschiedenen Alters miteinander verglichen habe. Und da waren deutliche Unterschiede zu sehen. Selbst bei einem Fernseher, der einen Gaming-Mode hatte, es war ein Samsung von vor, glaube ich, 7 oder 8 Jahren, der hatte eine ordentliche Eingabeverzögerung. Also das müsste ich mir heute nicht mehr antun. Falls ihr da Interesse habt, schaut euch das mal an. In dem Video vergleichen wir aber explizit den Q90T mit dem LG OLED, dem E9, und schauen mal, wie groß die Unterschiede sind. Okay. Achso, und denkt dran, wenn ihr die geringstmögliche Eingabeverzögerung wollt, checkt nochmal, ob der Gaming-Modus drin ist, denn der reduziert das Bildprocessing im TV und dementsprechend ist das Bild schneller da und die Eingabeverzögerung sinkt deutlich. Genau. Okay, legen wir los. Das Testsystem ist ein PC mit einer Ryzen 5600X CPU und einer Grafikkarte, einer Asus TUF Gaming RTX 3080. Und das Coole an der Karte ist, dass sie 2 HDMI 2.1 Ausgänge hat. Das heißt, wir können beide TVs hinter mir gleichzeitig mit 4K und 120 FPS betreiben. Das wird echt cool und wird uns auch weiterhelfen beim Vergleichen der Input-Latenzen. Starten wir mit 4K bei 60 Hertz. Nicht verwirren lassen, dass wir oben 160 FPS geliefert bekommen. Also die Grafikkarte schafft es zwar, 160 FPS zu berechnen und schickt die zum TV. Der TV kann allerdings nur 60 davon darstellen. Das heißt, die restlichen 100 verpuffen quasi im Nix. Wir sehen also das Bild genauso, als würde die Grafikkarte 60 FPS berechnen. Zumindest fast. Okay, aber legen wir los. Ich muss dazu sagen, der linke TV, also der OLED, soll angeblich 13 Millisekunden und der QLED 10 Millisekunden Eingabeverzögerung haben. Da liegen nur 3 Millisekunden dazwischen. Um 3 Millisekunden sichtbar zu machen, müssten wir eine Zeitlupenaufnahme mit über 300 Bildern pro Sekunde haben. Und leider habe ich keine Kamera, die das kann. Also wir versuchen es mal mit der normalen Zeitlupe im Anschluss, ob wir da was sehen. Aber so vom Zocken her, fühlt sich absolut gleich an. So, wie ihr oben rechts sehen könnt, sind wir jetzt bei 120 Hertz. Mal sehen, ob wir da einen größeren Unterschied sehen. Also für mich ist das fast wieder gleich. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Zeitlupenaufnahme. Runde 3, Full HD in 60 Hertz. Ich merke keinen Unterschied. Nochmal in Zeitlupe. Runde 4, Full HD in 120 Hertz.
4. Ich sehe da keinen Unterschied. Schauen wir nochmal in Zeitlupe. Mir ist beim Schneiden gerade noch eine Idee gekommen. Wir könnten ja mal die Zeitlupenaufnahmen von 60 FPS und 120 FPS direkt nebeneinander legen, das Ganze noch weiter verlangsamen und mal gucken, ob wir eine unterschiedliche Eingabeverzögerung zwischen 60 und 120 FPS in der Aufnahme erkennen können. Genau, legen wir los. Fazit: Was die beiden TV-Modelle anbelangt, sind sie in der Eingabeverzögerung gleich auf und müssen sich auch vor aktuellen Gaming-Monitoren nicht verstecken. Das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Ich erinnere nur noch mal an das Video. Auf dem Papier ist der Samsung schneller, 3 Millisekunden im Schnitt. Der ist mit 10 Millisekunden zum Beispiel bei 4K 60 angegeben, gegenüber dem OLED, der wurde gemessen mit, ich glaube, 13 Millisekunden bei 4K 60. Also theoretisch 3 Millisekunden Unterschied, aber das ist so minimal, dass wir mindestens mit 300 Bildern pro Sekunde filmen müssen, um den Unterschied sichtbar zu machen. Und ich habe nichts da und es würde auch keinen Sinn machen, denn in der Praxis wird es kein Schwein merken. Von daher ist das zu vernachlässigen. Auch was das Upscaling angeht, sind die beiden gleich auf, denn zum Beispiel mein alter, also 3 Jahre alter Sony, der braucht ein bisschen extra Zeit, um ein Full-HD-Bild auf 4K hoch zu skalieren. Das brauchen die beiden Modelle nicht, die sind ähnlich schnell. Also auch da ist wieder Gleichstand. Abschließend würde ich sagen, dass die Eingabeverzögerung definitiv kein Kaufargument für den einen oder für den anderen ist, weil die sind einfach gleich schnell. Aber es gibt ja noch ein paar andere Themen, die wir testen können. Als nächstes, was nehmen wir als nächstes? Vielleicht machen wir HDR-Helligkeit, da ist ein Unterschied, Dunkelheit. Vielleicht machen wir BAA. Keine Ahnung. Ich überlege es mir mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes gerne sehen würdet. Vielleicht kann ich da das ein bisschen priorisieren. Genau. Aber falls es euch gefallen hat, gerne wieder einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo da lassen, falls ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.